Hey Leute, willkommen zum 46. First to 10. Heute zum allerersten Mal gegen Zephyr. Der ist schon super lange am Start. Ich glaube jetzt fast 2 Jahre oder 1,5 Jahre. Hat in der Zwischenzeit Smash-Pausen gehabt. Und sich das First to 10 hat er sich, glaube ich, auch schon vor dem Jahr gekauft oder so. Irgendwie kam es nie dazu, weil entweder hatte ich keine Zeit oder er war in Smash-Pause oder so weiter, ne? Aber jetzt sind wir endlich hier angekommen und er ist aktuell wieder in der Main-Findungsphase. Er hat jetzt wieder mit Smash begonnen. Ich weiß gar nicht, wie viel er aktuell so suchtet, aber wenn er gerade noch am Main suchen ist, dann will ich ihn da auf jeden Fall eben supporten. Deswegen so ein First Hotel eigentlich auch ganz cool sein. Wird vielleicht so zwischen Fun-Charaktern und aber auch Main switchen. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Nice. Ja, das war jetzt die Bäcker. Bei den Prozenten killt es. Schade, aber ja, das krieg ich noch gepunished. Oh, nice Attack. Dann dem überlegt er jetzt auch noch. Aber die Trap hat diesmal nicht so gut geklappt. Aber der killt einfach. Der Move ist auch einfach geisteskrank. Durchgeschossen, als ob. Scoop? Okay, das war ein guter Konter. Aha, ich bin viel zu langsam für den Spike. Ah ja, Bomb Recovery kann ich mittlerweile eigentlich auch schon ganz gut. Ist auch actually gar nicht mehr so schwer wie gedacht. Ach krass, ey, die Abi geht da einfach durch. Aber zum zweiten Mal die schöne Ledge Trap. Ja, wie man sieht, Isabel funktioniert schon mal besser auf jeden Fall. Einfach die Bombe geangelt. Und mich erstiegt, let's go, Junge. Scheiße. Ich dachte, ich holen. Einfach hin und Abi drücken. Ja, Mann. Let's go. Auch wenn nicht so richtig funktioniert, wie ich es plane. Alter. Dass es so viel Knockback hatte, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Holy shit. Das hat er einfach an der Kante gekillt. Ah ja, da bin ich auch zu offensichtlich gelandet. Und ja, das war ein super schöner Kim. Einfach die Bombe ausgenutzt, damit er was runterwerfen kann. Okay, ich probiere eben mit Linkes noch Gewinnungssache. No way, hä? Ich hole gerade irgendwie so Kills, mit denen ich so selber gar nicht rechne. Das war jetzt einfach so, ja komm, gucken wir mal, ob Down Tilt eigentlich into Up-B noch funktioniert. Scheinbar schon. Ja, da kann er nicht so lange hängen bleiben. Oh, und gerade so getroffen. Okay, das war eher Luck. Aber nehme ich natürlich. Nice. Oh, aber der. Ja. Alter, das war ein guter Upsmash. Boah, der taunt. Alter, taunt to get buddy, würde ich mal sagen. Holy shit. Down Air ist ja wirklich richtig fies gegen. Ist aber nicht so leicht, glaube ich. Genau, weil er hat ein gewisses Gewicht. Und er ist halt auch ziemlich klein. Aber wie immer, ne? Der Backer-Move aller. Einfach spam und gewinnt. Und ja, in die falsche Richtung recovern. Let's go. Der kommt fern, ist so gut klappt. Ja, gut, okay. Ich wollte mit dem Counter zu viel. No way. Again, taunt to get bodied, ey. Das lässt der Zephyr oft mit sich machen. Yo, was geht, Jojo? Willkommen im Stream. Oh, das war nice. Da wollte er zu viel und eben die Backer killt ultra viel. Es war so klar, dass das wirklich gefährlich ist für Sheik. Ah, okay. Nicht, wenn ich sowas mache. Da.
Yo, was für eine Blamage, Alter, er geht gerade ab. Ich muss ihn jetzt irgendwie killen, das als normaler Joker. Ah, ja, das geht natürlich auch. Nice, man. Aber ja, jetzt habe ich, glaube ich, eh gleich erst dann auch ohne Konter. Ja, da ist er. Mal schauen. Die Backup ballert direkt rein. Und ja. Ja. Ja, das müsste jetzt auf jeden Fall schon reichen, ne? Okay, die erste gute Witch-Time. Normalerweise verkacke ich mit der immer. Ah, Schick ist so klein. Okay, das war ein schöner Down Smash. Weiß aber auch gar nicht, warum mein Update da jetzt nicht unbedingt connected hat. Kommt davon aus noch zurück? Ja, okay, er hat dann noch die Down Heal. Nice gemacht. Aber das könnte vielleicht ausreichen. Jetzt vielleicht? Oh, okay. Aber ich weiß, was jetzt funktioniert. Genau das hier. Bam. Zum Glück ist Jab bei solchen Prozenten dann endlich mal ein Kill-Move. Oh, ich war nicht ready. Ich dachte, ich habe ihn getroffen. Aber irgendwie scheinbar nicht, ne? Mann, mit Bayo den Kill suchen. Nicht so einfach alles. Aber vielleicht an der Kante. Nice, absolut. Okay, Jab ist eine echt gute Lösung gegen Schick mal. Okay, hat sich direkt für die Side Recovery entschieden, ja. Das war auch schlau. Mit Pyrak dürfte es schwerer gegen Zeus sein. Oder auch nicht. Eigentlich schon, weil ich halt wesentlich langsamer bin. Nicht mehr so gut mithalten kann. Ich glaube, da muss ich für den größeren Shot gehen. Sollte ich wieder aufpassen, mein Freund. Okay, na, ich muss switchen. Oh, nice. Ja, da wollte er zu viel. Schade. Oder Bastion, da killt's auch nach oben relativ früh. Oh, was? Hä? Ja, gut, ne? Wenn der Confirm halt nicht klappt, dann kann ich das noch lange probieren. Ja. Immerhin kriege ich den Confirm noch hin. Nice. Aber mir fehlt der Kill. Okay. Einfach eine random Abwehr. Ja, da komme ich noch zurück. Da hat sich ja schon wieder siegessicher gefühlt mit dem Taunt. Ich krieg so nochmal mein Limit. Super gut. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass es runtergefallen ist. Ihr wisst, mit welchem Move ich es eigentlich beenden muss. Die Frage, ob ich das hinkriege. Ich mache es auf jeden Fall gerade zu meiner Mission jetzt. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Genau so und nicht anders. Es musste einfach sein. Na, ich wollte die Bombe aufheben. Ah, okay, er ist sowieso schon tot. Alter! Was? Also, the basic combo hat einfach gekillt. Junge Mario, was ist denn bei dir los? Okay, ja, habe ich auch verdient. Das könnte auch schon ausreichen. Ja, gut. Nehme ich natürlich mit, aber schade. Oh nein, das war echt close. Aber okay, er hat schon den ersten Stock leider. Er läuft actually ganz gut für ihn. Ja, das müsste reichen.
So, und jetzt ist Kami-Time. 97% Lucario, ballert schon mal ordentlich. Okay, ich brauche halt als Lucario wirklich nur ein paar Hits. Das ist crazy, Alter. Das könnte ausreichen. Damn, Alter, so ein unfairer Charakter. Let's go, Junge. Der beste Lucario ist hier. Oh, okay, aber er hat zum Schluss nochmal schön mit dem Spike reingeballert. Nice, man. Okay, es wird nochmal ein bisschen closer. Ah, das war aber too much. Und? Kann es sein, dass ich jeden Stock mit der Psy-Pi gekillt habe? Ich glaube, ja. Aber krass, Alter. Der DK hat am Ende einfach am besten funktioniert. Aber, ja. Lucarios Aura hat mich gecarried, ne? Kann man sagen, was man will. Ich habe wirklich nur gewonnen, weil Lucario mit Aura einfach viel, viel mehr Damage macht. Ah, nice, Mann. Jo, GG's. Ja, dann kommen wir jetzt schon zu den Tipps und so weiter. Und zwar merkt man bei dir, dass du overall auf jeden Fall einfach schon das Verständnis und die Basics für Smash hast. Das heißt, du solltest dich einfach wirklich auf einen Charakter festsetzen. Und dann kannst du da eigentlich super gut und vor allem auch super easy eben aufsteigen. Von den Charakteren, die du jetzt gegen mich gespielt hast, war Isabelle am besten. Und dann noch Sheik, würde ich sagen. Ja, ich denke, das waren so die besten Charakter. Donkey Kong vielleicht für irgendwann später mal, weil er sich relativ basic spielt, kann man Donkey Kong auch ab und zu mal gerne nutzen in bestimmten Matchups. Aber ich denke, Isabelle und oder Sheik, von denen kannst du dir einen aussuchen. Weil eben die waren schon echt eigentlich auf einem decent Level, auch vom Movement her und so ging es klar. Wenn du dich da noch mehr ans Combo-Game gewöhnst und bei zum Beispiel jetzt also bei Sheik ans Combo-Game und bei Isabelle halt an die Traps, die man so machen kann, wo man die Down B hinplaced, weil man dann die Angel verwendet und so, dann kann es echt richtig gut werden. Ja. Also das waren auf jeden Fall die besten. Ich glaube, das hat man auch ganz gut sehen können. Und ja, war ein paar Mal echt relativ close, ne? Aber trotzdem 10-0 geschafft. Freut mich heute mal ganz ohne meinen Main Samus, ne? Einfach durchgezogen. Mit Funchars, das ist doch auch cool. War mal ein nice First to 10. Ganz, ganz viele verschiedene Charakter zeigen können. Und ja, ich hoffe, wenn du noch ein nächstes First to 10 willst, dass wir es diesmal dann in ein paar Monaten hinbekommen. Nicht erst in einem Jahr oder sowas, ne? Das wäre natürlich ganz nice, ne? Ich hab's gecallt, dass keine Samus kommt. Musste sein, musste sein. Also, Zephyr, danke fürs Einlösen des First to 10s. Nochmals GG's. Und ja, ich hoffe, du setzt dich jetzt bald auf den Charakter fest und vielleicht sehen wir am nächsten First to 10 dann wirklich 10 Matches mein Main gegen deine Main. Wäre auf jeden Fall nice.